Baggern, Blocken, Pritschen. Auf Europas größter Beachvolleyballanlage Beachmitte gehen die deutschen Senioren Beachvolleyballmeisterschaften über die Bühne. Seit mehreren Jahren sind wir jedes Jahr mit dabei und das finden wir immer toll, hier in Beachmitte zu spielen. Ihm sind viele Landesmeisterschaften und andere Ranglistenturniere der Landesverbände vorgeschaltet. Diese deutschen Meisterschaften sind unsere 10. deutschen Meisterschaften zusammen. Wir sind Schwestern. Für den Höhepunkt der Saison qualifizieren sich jedes Jahr die besten Seniorenteams aus ganz Deutschland. In insgesamt 11 Altersklassen stehen knapp 150 Mannschaften mit 300 Teilnehmern. Bei Männern sind die über 35 und bei Frauen über 31 in der Oase Berlins auf dem Sand und ermitteln dort ihre Titelträger. Dafür sind sie sogar von weit her angereist. Wir kommen selber aus Frankfurt, Hessen, aber Berlin ist einfach toll und diese Location hier ist auch sensationell. Super, genau. Und wir freuen uns jedes Jahr eigentlich alle anderen Senioren hier zu treffen. Das ist wie so ein Familientreffen und das ist einfach schön und alle gehen eigentlich nett und fair miteinander um. Ja. Und machen das eigentlich jedes Jahr irgendwie als schönes Event, um gemeinsam wieder gut zu spielen. Doch Beachmitte ist nicht nur der Treffpunkt für deutsche Meisterschaften. Hier findet jeder seine Insel der Glückseligkeit, ob beim Beachvolleyball, beim Paddeltennis oder beim Beachrugby. Eines ist klar, das gemeinsame Match im warmen Sand verbindet, macht Spaß und sorgt definitiv für den nötigen Teamgeist. Im Anschluss lädt die gesellige Beachbar und Gastronomie zum Verweilen ein. Man ist immer mittendrin. Das ist eine klasse Anlage, alles sehr zentral, gut zu erreichen. Super, super Anlage, super Atmosphäre. Das Flair ist irgendwie mega, mega gut. Wir kennen das irgendwie schon seit Jahren. Das ganze Ambiente, mir gefällt es wahnsinnig gut. Ich glaube, wir haben, seitdem wir hier sind, immer nur gutes Wetter. Glücklich, aber auch erschöpft machen sich die Sportlerinnen und Sportler auf den Heimweg. Denn bei den deutschen Senioren-Beachvolleyballmeisterschaften wurde auf Europas größter Beachvolleyballanlage Beachmitte viel gebaggert, geblockt und gepritscht.